Die Hai unterwegs ist ein Verein, der Veranstaltungen im Bereich Ökologie oder Kultur anbietet. Sie finden immer in der Umgebung oder der Region von Weddenswil statt und er richtet sich an Personen oder Menschen im dritten Lebensabschnitt. Ich denke, Menschen im dritten Lebensabschnitt sind eine total unterschätzte Gruppe. Es wird immer mehr davon geben. Die Babyboomer-Generation kommt ins Pensionsalter und diese sind, auch wenn sie pensioniert werden, immer noch aktiv und bringen sehr viel Erfahrung mit. Und wenn wir diese in lokale Projekte integrieren können, die es bereits gibt, dann ist das ein enormes Potenzial für die Nachhaltigkeit. Die Hai unterwegs bietet vor allem an Veranstaltungen im Bereich Ökologisches und Kulturelles. Und dabei ist es uns sehr wichtig, auch diese Komponenten zu verbinden und vor allem nachhaltige Themen in unser Veranstaltungsprogramm aufzunehmen. Wir haben eine Veranstaltung durchgeführt, bei der die Teilnehmenden auf dem Weddenswiler Berg Kleinstrukturen besichtigt haben, um Wiesel anzulocken und was man auch im eigenen Garten oder auf dem Bauernhof tun kann, um es diesen kleinen Säuger gemütlicher zu machen. Wir möchten ein Kompetenzzentrum werden, das Bildung für nachhaltige Entwicklung im Fokus hat. Speziell soll aber der Fokus dann auf die Zielgruppe oder die Altersgruppe Menschen im dritten Lebensabschnitt sein. Mir ist das partizipative Gestalten wichtig und dass alt und jung nicht separiert sind, sondern dass man zusammen Projekte macht, Dinge entwickelt und eine Zukunft entwickelt. Ich sehe mich als Macher und Dinge, die ich verändern kann, möchte ich auch direkt anpacken. Und so habe ich den Verein Die Hai unterwegs ins Rollen gebracht.